Jesus will uns sinn- und zielorientiertes Leben schenken. Das ist so gut und so wertvoll, wenn wir dieses Leben für uns entdecken und dieses Leben auch für uns annehmen können. Ja? Sinn- und Zielorientierung. Man weiß, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. So steht es auch im Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also wenn wir Weisheit und Erkenntnis suchen, müssen wir sie bei Jesus suchen. Ja? Denn er hat uns den Vater gezeigt. Er hat uns den Himmel gezeigt, weil er kam von da. Er hat uns die Wahrheit des Wortes erklärt. Und darum orientieren wir uns auch an ihm. Er gibt uns Zukunft, er gibt uns Hoffnung, er gibt unserem Leben den Frieden, den wir so sehr brauchen, und auch Sinn. Und das brauchen wir alle, oder? Ja? In Jeremia 29, Vers 11, einer meiner Lieblingsstelle, denn ich allein weiß, sagt Gott zu uns, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn du mit Jesus gehst, dann hast du eine Zukunft und eine Hoffnung, die alles übersteigt. Eine Hoffnung, die dich nicht enttäuscht. Das ist es einfach so, worauf es unbedingt ankommt. Das braucht jeder Mensch. Er braucht Erlösung durch Christus. Ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass wir, die wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Wir brauchen die Erlösung durch Christus. Es reicht nicht aus, dass ich Religion habe. Ich brauche eine Beziehung mit dem Erlöser, eine Beziehung mit dem Heiland. Und dann brauche ich die Erneuerung durch Gnade. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Ja, aus Gnade bin ich erlöst, aus Gnade bin ich errettet. Ja, und dann bekomme ich Sinn und Ziel durch Glaube. Du brauchst diesen Glauben, dass du erkennst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Du brauchst diesen Glauben, dir dieses Geschenk zu nehmen, es auszupacken, deine Sünden auf Golgatha abzulegen. Ja, und dann erlebst du das, das greift, das ist real, er ist da, ich spüre ihn, ja. Schon in der Anbetung hat man ihn gespürt, er ist da, oder? Halleluja. Orientierung durch sein Wort. Wenn du Orientierung suchst und Gott kennenlernen willst, dann musst du sein Wort lesen. Das Wort Gottes gibt uns Lebenshilfe, Lebensorientierung. Es ist wie ein Leitplanken auf der Straße. Es gibt uns Schutz, dass man nicht in Hang runtersausen oder in der Sünde geknechtet und gefangen sind. Sein Wort gibt uns erleuchtete Augen des Herzens. Und wir erkennen Gott. Sonst stranden wir in Sinnlosigkeit, Leerlauf und Süchten. Ja, ohne Gott, da kannst du noch so viel Reichtum haben. Ohne Gott hat dein Leben keinen Sinn. Es ist wie ein Leerlauf. Ja, du weißt nicht, für was du da bist. Und im Endeffekt flüchtest du dich in Süchten, weil Gott ein Vakuum in dein Herz reingelegt hat, das nur Gott selbst füllen kann. Darum ist es gut, wenn wir wirklich durstig sind. Ja, wie dieser Vogel da am Wasserwahn hängt, so sollen wir am Wort Gottes hängen. Es steht in Offenbarung 21, Vers 6. Gott spricht, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Von der Quelle. Jesus ist die Quelle. Gott ist die Quelle des Lebens. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Wir müssen uns dieser Quelle zuwenden. Ja? Jesus sagt ja selbst, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn du dieses lebendige Wasser für dich genommen hast, dann gibst du es weiter an deine Mitmenschen. Du kannst nicht anders. Ja? Gina sagt doch die Worte, ich kann nicht anders, ich muss das weitergeben. Ne? Das ist einfach so, das kann man nicht für sich behalten. Das macht einen doch selbst glücklich und man will doch, dass seine Mitmenschen auch glücklich werden und dass sie Jesus erkennen und ihn wirklich kennenlernen. Und erst wenn diese W-Fragen bei Menschen erkannt werden und wenn sie wirklich sich zu eigen gemacht werden, dann bekommt das Leben Sinn und Ziel und Hoffnung.
Also erst wenn diese drei großen W-Fragen, die bei jedem Menschen stehen, für uns klar sind, ja? Wer bin ich? Wer bin ich? Stellt sich auch manchmal die Frage, wer bin ich? Ist so eine Existenzfrage, wer bin ich? Und wie schön, wenn du wie David sagen kannst, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar hast du mich geformt im Leibe meiner Mutter. Und dann kannst du sagen, das ist okay. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Das ist einfach mal schön, wenn man sich annehmen kann. Es ist okay. Ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich bin eine Schöpfung von dir. Ich bin dein Kind. Wozu lebe ich? Was ist meine Bestimmung? Wozu lebe ich überhaupt? Du lebst dafür, um Gott zu verherrlichen, um Gott groß zu machen, um ihn anzubeten, um ihn zu erkennen, um ihn durch dein Leben zu ehren. Dafür lebst du. Wenn du das bisher noch nicht erkannt hast, dann lerne das. Dann begreif es. Wohin gehe ich? Ich sage immer, hier sind wir auf der Durchreise. Hier sind wir nur auf dem Weg. Ja? Irgendwie das Leben hier, dann wenn es 20, 30, 60 oder 80, wenn es hochkommt, schaffst du vielleicht noch die 100. Was ist das schon? Hier sind wir auf der Durchreise zur Ewigkeit. Der Himmel ist unsere Bestimmung. Das neue Jerusalem ist die Stadt, wo wir einmal bei Gott sein werden. In seiner Schönheit und Herrlichkeit und seiner Majestät. Ja, das sind wir bewusst. Wir haben den Himmel im Herzen. Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann wohnt der Himmel in deinem Herzen. Das Reich Gottes ist lebendig geworden in dir. Durch den Heiligen Geist. Ja, diese Wehflagen, wenn du sie noch nicht geklärt hast, kläre sie mit deinem Gott. Ja, wenn sie geklärt sind, wird unser Leben sinn- und hoffnungsvoll. Ja? Manche haben so die Frage, ja, wie soll ich denn leben? Heute ist das eine Zeit, wo wirklich Menschen nicht mehr wissen, wie sie leben sollen. Tausend Einflüsse, Medien, alle geben dir Ratschläge, alle geben dir irgendwo Tipps und verwirkliche dich selbst, mach aus deinem Leben was, du bist der König. Und im Endeffekt kommt da nur Egoismus raus, Selbstverwirklichung. Und da kommt kein Sinn und kein Ziel. Darum ist es einfach gut, sich an Gott zu orientieren. Ja? Die Liebe Gottes zu erkennen. Auch Gottes Gebote wieder zu achten und zu ehren. Gottes Geist wirken zu lassen. Das ist so der Schlüssel der Ethik des Reiches Gottes. Wir lesen es auch im 1. Thessalonicher 4, 1 bis 14, wie wir in Lebensbereichen wie Sexualität, Ehebeziehung, Geschäftspraktiken, Sozialverhalten, Arbeitsethos, Existenzsicherung, Lebensführung, Sterben und Tod. Ja, das wird uns in der Bibel erklärt. Ja, hier im 1. Thessalonicher 4, 1 bis 3 zeigt der Paulus uns auf als Märziger, ja, auch wie wir leben sollen. Er gibt diesen Ratschlag den Thessalonicher, aber ebenso gibt er in uns, ja. Und das ist so wertvoll, wenn man diese Worte Gottes, diese Lebensanweisungen, die Lebenshilfen, die Lebensorientierungen für sich erkennt und sie umsetzt in seinem Leben. Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Das ist der Papa Paulus, der so ein richtig Vaterherz hat. Dem liegt es so am Herzen, die Thessalonicher, die Epheser, die Römer, die Korinther, alle richtig mit Gott zu verbinden und sie nahe zu bringen, wie ein lebensgefälliges Leben mit Gott gelingen kann. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Er freut sich dran, wenn sich Menschen an Gottes Wort richten, neu orientieren. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus. Gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Vielleicht kann ich ja doch mal ein bisschen ausmachen, hier ist so warm. Habt ihr auch warm? Ja? Kann ich mal ein bisschen ausmachen, ja, hier ist warm genug hier. Ja? Gebt euch nicht mit dem Erreichten zufrieden. Strebt einen Wachstumsprozess an. Verändert euch in das Bild Jesu, Stück für Stück, verwandelt euch. Das ist das, was Gott von uns will, dass wir in den Prägestempel Jesu hineingeprägt werden, weil wir sein Wort und seine Worte verinnerlicht haben und sie in unserem Leben umsetzen. Ja?
Und ich finde es so stark, wenn Menschen mit Gott gehen und sie fangen an, die Wahrheiten Gottes in ihr Leben zu führen. Sie leben es aus. Sie leben ein Leben in der Vergebung, in der Versöhnung. Sie nehmen Menschen an. Die Liebe fließt in ihr Herzen. Sie werden gesund. Dann freue ich mich so, wenn dieser Prozess des Wachstums zugelassen wird. Wenn man, wie Truth sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Lasst Gott zu. Sucht geistliche Reife. Ja? Ja, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Bleibt dran, gebt nicht auf. Ja, bleibt dran, komm zur Bibelstunde, komm in den Hauskreis, komm und das Wort Gottes. Lass dich unterweisen, es wird dein Leben total bereichern. Er sagt ja weiter, er kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Ganz und gar Gott gehört. Ja, Paulus sagt, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Ja, das ist der richtige Gottesdienst. Unsere Hingabe täglich, jeden Tag, jeden Morgen neu. Gib dich Gott hin als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und Gott wird dich mächtig gebrauchen. Er wird dich gebrauchen, weil er dich will und weil du ein Pontifex und eine Pontifexin, will ich mal sagen, eine Brückenbauerin oder Brückenbauer für Jesus bist. Weil dir das nichts wichtiger ist, wie Menschen eine Brücke zu Jesus zu bauen. Ja? Ihr kennt ja die Anweisung, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuellen, unmoralischen Leben. Wenn die Welt uns auch vorlebt, dass alles erlaubt ist, lebt deine sexuellen Begierden aus. Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein. Macht, was ihr wollt, was euch Spaß macht. Alles ist irgendwo gut, sagt die Welt dir. Aber Gott sagt uns was anderes. Ja? Deswegen müssen wir uns an Gott orientieren. Und er hat immer noch für sexuelle Begegnung von Paaren die Ehe ausgesucht. Von Mann und Frau. Das ist sein Wille und das ist sein Plan. Und das ist sein Schutzrahmen. Und es ist gesund, wenn es in der Ehe geschieht. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben. Selbstbeherrschung, eine Frucht des Geistes. So wie Gott, wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ja, ein anständiges Leben zu führen. Ungezügelte Leidenschaften ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn wir in Sünde leben und leben die Sünde aus, dann ist das ein Bild dafür, wir kennen Gott nicht. Gott ist heilig, dreimal heilig. Und er will, dass auch wir als seine Christen, als seine Nachfolger auch heilig leben. Oder den Prozess der Heiligung anstreben, ihm nachjagen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, steht im Hebräerbrief. Und der Heiligung. Ansonsten wird niemand Gott schauen. Wenn du dich nicht auf den Prozess begibst, der Heiligung, wirst du Gott nicht schauen. Er sagt doch in den Seligpreisungen, die reinen Herzen sind, die werden Gott einmal schauen. Das heißt, dass ich nicht ohne Fehler bin, sondern dass ich mich immer wieder reinigen lasse von Gott und dass ich den Prozess der Heiligung anstrebe. Und ich bin jetzt 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs, wo ich richtig bewusst mit ihm gehe, 88, 32 schon, ja. Aber ich will immer noch der Heiligung nachjagen. Der Ferdi ist noch lange nicht so, wie er sein soll. Gott hat noch etwas Besseres für mich und er will Veränderung bei mir und er will Erneuerung bei mir. Und ich muss noch ein gutes Stück in Jesu Bild reinwachsen. Das hört noch nicht auf. Und wenn ich damit mal aufhöre, dann bin ich auf der Rutschbahn zur Hölle. Wenn ich denke, ich bin gut, ich bin ja besser wie der, wie der, wie der, wie der, dann bin ich auf der Rutschbahn. Ja? Ich muss dem Prozess nachjagen, der Heilung und der Heiligung. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt. Wer so etwas tut, wird in Gott einen unbeständlichen Richter finden. Ich will eine halbe Stunde predigen, erinnere mich dran, wenn ich eine halbe Stunde gepredigt habe. Ja, dann höre ich einfach auf und mache vielleicht ein andermal weiter. Ja. Gott mit unserem Leben ehren. Das wollen wir doch. Das wollen wir doch. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren.
Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann wohnt der Heilige Geist in deinem Herzen. Wenn du Buße getan hast, deine Sünden bekannt hast, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt dir deine Schuld und er zieht ein in dein Herz. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel uns. Der wohnt in dir. Und er fühlt sich nicht wohl im sündigen Menschen, der immer noch die Sünde liebt und die Verwirklichung der Sünde und des Fleisches. Der fühlt sich da nicht wohl, dann zieht er sich zurück. Dann zieht er dich aus seinem Leben raus, denn der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er zieht sich raus aus deinem Leben. Und dann hast du das Wertvolle in deinem Leben nicht mehr bei dir. Und dann fehlt dir das Wesentliche, ja? Wer sich über die Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Das Alphabet, das ABC des Glaubens, liebt einander, ja, wie Christus euch geliebt hat. Ja. Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr einander lieben sollt. Jesus hat es uns gezeigt. Führt ein geregeltes Leben. Bringt euer Leben in göttliche Ordnung. Ihr beweist diese Liebe ja auch an euren Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Ja, da haben die Thessalonicher mitgeholfen. Trotzdem gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen, Ordnung in euer Leben zu bringen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Bei Paulus war so ein Anliegen, dass man was tut. Ja? Nehmt euch die Ameise zum Vorbild. Ja? Die ist nicht faul, die setzt sich in Bewegung, die tut was für ihren Unterhalt. Ja? Die ist immer in Aktion. Und Paulus selbst arbeitete als Zeltmacher. Und er verkündigte das Evangelium und er lehrte das Wort Gottes, ja. Und darum sollen wir uns auch wirklich da einsetzen und nicht faul werden und was für unseren Lebensunterhalt tun. Auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Die lesen euer Leben, die lesen vielleicht nicht die Bibel, aber die lesen dich. Die lesen dein Leben, die lesen, wie du dich mit deinen Beziehungen verhältst. Die lesen deine Beziehungen, die lesen dein Leben. Unsere Beziehung zu Gott. Das ist ein guter Ratschlag, wie unser geistliches Leben nicht ausbrennt, wie wir auf Kurs bleiben, wie wir da wirklich auf dem Weg bleiben. 1. Thessalonicher 5, 17 bis 22. Das sind Ratschläge, wenn du das verinnerlicht umsetzt in deinem Leben, fließt Zufriedenheit in dein Leben. Das kann ich dir garantieren. Das sind einfach Anweisungen, die Gott uns gibt. Und wenn wir die umsetzen, dann kommt auch sein Segen in unser Leben. Ja? Er sagt hier, betet alle Zeit, im Geist und in der Wahrheit. Betet alle Zeit. Hört nicht auf zu beten. Der größte Fehler, wo Christen machen, sie hören auf zu beten. Ihr Gebete werden nicht erfüllt, sie geben auf, hat doch keinen Wert. Und hören auf. Aber ihr geistliches Leben hört damit auch auf, wenn sie aufhören zu beten. Ja? Betet alle Zeit. Dank Gott in allen Situationen. In allen Situationen. Dank Gott vor allem, was er Gutes in dein Leben geführt hat. Danke ihm dafür. Es ist nicht selbstverständlich, dass du zu essen hast, ein Dach über dem Kopf, dass du wirklich gesegnet bist. Ein Großteil der Menschen haben das nicht auf dieser Welt. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann dämpf ihn nicht, trotze ihm nicht. Ja? Man kann ihn belügen, man kann ihn betrügen, man kann ihn betrüben, ja? Man kann ihn aus seinem Leben rausschmeißen. Ja? Aber dämpf den Heiligen Geist nicht. Prophetie, wenn Prophetie kommt, Gott spricht. Ja? Prophetie, für Gott sprechen heißt das ja. Ja, man bekommt Impulse des Heiligen Geistes und man spricht sie einem anderen Menschen zu. Man spricht sie in Existenz. Ja, eben habe ich das Bild gehabt von dieser Frau, die so bedrückt da ging unterm Schirm und guckte nur auf den Regen, auf die Umstände, guckte nur auf die Situation und sie war traurig und betrübt. Ja,
Und dann hat sie einmal ein Licht gesehen. Überm Schirm. Es wurde hell, sie wurde angestrahlt. Ja? Und dann hat sie ihren Blick da nicht auf den Regen gerichtet, sondern auf die Herrlichkeit Gottes. Und dann hat sie den Schirm weggeschmissen und hat angefangen im Regen zu tanzen. Es hat noch geregnet, aber da war Licht. Sie hat sich angefangen zu freuen. Und das ist manchmal so ein prophetischer Eindruck, der gibt der Heilige Geist einem, um anderen Menschen zu helfen. So ist das manchmal. Er spricht Prophemi, für Gott sprechen. Ist ganz einfach. Du empfängst von Gott, spricht. Ein anderer Mensch wird dadurch befreit, erkennt, Gott ist da. Ja, Prophetie schätzt nicht gering, prüft alle Erkenntnis, das Gute haltet fest. Prüft alle Worte Gottes, ob sie identisch sind mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Aber dazu musst du das Wort Gottes mal kennen, damit du prüfen kannst. Mein Volk kommt um einen Mangel an Erkenntnis, weil es keine Ahnung vom Wort Gottes hat. Und das ist heute ein Riesenproblem. Prüft, haltet euch fern von allem bösen Schein. Ja? Haltet euch fern. Also diese Anweisungen sind wirklich gut. Lernet das umzusetzen. Ja? Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Dank Gott. Wenn du anfängst, Gott zu danken, fängt Zufriedenheit in deinem Leben an. Du siehst die Lebensumstände anders. All das erwartet Gott von euch. Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Wenn Christen immer am Jammern und am Murren und am Meckern sind, das ist traurig. Das ist wirklich traurig und sie geben Gott dann nicht die Ehre. Wir dürfen aufhören damit zu murren und zu meckern. Wenn Gott etwas nicht leiden kann, dann ist es Gemurre und Gemecker. Und Undankbarkeit, dass wir dem, was wir haben und geschenkt bekommen, einfach nehmen, ohne dafür dankbar zu sein. Ja? All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Christus verbunden seid. Ja? Wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Unser Gebet, wir beten ja eine halbe Stunde vom Gottesdienst hier und dann beten wir, dass die Herrlichkeit Gottes kommt, ungehindert, dass Gott mit seinem Geist wirkt, durch alles, was geschieht, Lobpreis, Anbetung, Worte, Prophetie, Weissagung, Predigt, da soll was kommen. Er wirkt ungehindert. Wenn jemand unter euch Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Oh, was will Gott mir schon sagen? Oh, das ist doch von Menschen. Weggetan, ne? Dann trotzt man dem Heiligen Geist. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Immer, das ist eine gute Anweisung, weil von Gott kommt immer das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Ja? Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus sagt nun mal über sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ja? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Jesus ist der Weg zum Vater. Und es kann dich keine Esoterik zum Vater bringen. Keine Zauberei, kein Okkultismus, kein Yoga und kein Reiki und was das auch immer alles machen. Horoskope und alles. Keiner kann dich zum Gott, dem Vater bringen, wie nur der Sohn. Nur das Kreuz, nur das Opfer, nur das, was er am Kreuz für dich vollbracht hat. Sein Blut hat für dich bezahlt. Darum ist es auch so wichtig, dass wir ein authentisches Leben führen. Authentisch Christ sein. Echt, ja? Echt. Das ist mir auch immer wichtig als Gemeinde, dass wir nicht etwas spielen, eine Rolle spielen, um irgendwo gut dazustehen und irgendwie was darzustellen. Authentisch heißt, dass wir transparent vor Gott und den Menschen leben. Echt, ohne falsch, Liebe ohne falsch, nicht irgendetwas zu spielen, eine Rolle zu spielen, damit ich angesehen werde, damit ich anerkannt werde, damit ich die Ehre bekomme. Das gefällt Gott nicht.
Gott möchte, dass wir demütig und sanftmütig sind. Wichtig ist, dass wir von Neuem geboren werden. Wenn der Heilige Geist einzieht, dann sind wir von Neuem geboren. Jesus selbst sagt zum Nikodemus, wenn ihr nicht geboren werdet aus Wasser und Geist, so werdet ihr Gott nicht schauen. Geboren vom Heiligen Geist, aus der Erkenntnis des Wortes. Ja, geboren. Und dann leben wir Christus gemäß, wie es ihm gefällt. Wenn er dann sagt, segnet eure Feinde, betet für die, die euch fluchen, dann muss ich das tun. Amen. Wenn ich am liebsten noch würde, ne? Aber ich muss anfangen zu beten, weil er es will. Wenn ich dann bete, dann gefällt es Gott, dann bewahrt er mein Herz. Er nimmt meinen Groll und meine Bitterkeit weg, meinen Vergeltungsdrang. Er nimmt mir das weg und schenkt mir Sanftmütigkeit und ich vergebe und ich lasse los und ich überlasse das Gericht Gott. Christus gemäß. Ich lebe geisterfüllt. Du bist nicht automatisch geisterfüllt. Salbung ist etwas, was seinen Preis hat. Das darfst du dir im Gebet, in der Kommunikation mit Gott nehmen. Ja, das kriegst du nicht von selbst. Da musst du beten. Da musst du sein Wort lesen. Ja, das ist es, geisterfüllt zu sein. Ja, Gnade ist umsonst. Das Kreuz ist umsonst. Ich krieg das Geschenk des Kreuzes umsonst. Aber Salbung muss ich mir suchen im täglichen Gebet. Salbung muss ich mir suchen im Lesen des Wortes Gottes. Dann füllt der Heilige Geist mich. Das ist wie Kraftfutter am Tag. Wie mein Frühstück, das mir morgens Kraft für den Tag gibt. So ist die Salbung des Geistes. Ich lebe gemeindebewusst. Ich lebe nicht mehr unabhängig von der Gemeinde Jesu. Ja? Die Gemeinde ist mir nicht egal. Heute laufen viele nur im Internet, sind sie miteinander verbunden. Haben keine persönliche Gemeinschaft mehr mit Christen. Ja? Kommen nicht mehr so zusammen, weil Corona will das ja verhindern. Ich darf das ja nicht mehr, kann mich auch anstecken, die Angst kommt. Und man geht nicht mehr in die Gemeinschaft. Ja? Aber wir müssen immer noch gemeindebewusst leben. Die Bibel sagt immer füreinander, miteinander, unterstützt euch, betet füreinander, gebt euch Trost, ermutigt euch, helft euch, greift euch unter die Arme. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und Gemeinschaft ist immer noch der Wille Gottes. Und Gemeinde Jesu ist immer noch der Wille Gottes. Wenn andere Gemeinde ihre Leute verlieren, wir werden sie hinzugewinnen. Warum? Weil wir das tun, was Jesus will. Weil wir das tun, was Gott will. Und unsere Orientierung ist die Bibel. Daran können wir alles prüfen. Ist es konform? Geht es identisch mit dem Wort Gottes? Geht es konform damit? Da prüfe ich alles, weil ich das Wort Gottes kenne. Es ist in meinem Herzen, in meinem Stübchen hier oben. Ich kenne es. Und dann bin ich dienstbereit, weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Weil Jesus mich am Kreuz geliebt hat und hat gesagt, Ferdi, ich habe bezahlt für dich. Ich habe dich losgekauft durch mein Blut. Jetzt will ich, dass du für mich dienst. Dass du für mich sprichst. Dass du für mich handelst. So einfach, ABC des Glaubens. Er starb für mich und jetzt lebe ich für ihn. Einfach, oder? Ganz einfach. Ich bin missionarisch. Es ist mir ein Anliegen, dass das Evangelium weiterkommt. Dass es einen Lauf gewinnt, auch in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis. Wir waren am Freitag am Rheinsbach wieder beim Hauskreis und hat der liebe Harald auch Jesus in sein Leben aufgenommen. Und so schön, und die Brigitte hat ihn erlebt, und das ist so schön beim Gina und beim Eliseo, ja. Das ist so schön zu sehen, wenn Menschen Gott zulassen, sie erleben ihn. Das ist das Schönste, was man so einem Menschen geben kann. Halleluja, missionarisch, ich lebe ewigkeitsbezogen, der Himmel ist in meinem Herzen, ja. Der Himmel ist in meinem Herzen, und darum lebe ich daraus. Unsere Beziehungen zueinander, da will ich jetzt auch nicht mehr ganz groß drauf eingehen, ja, aber das hilft. 1. Thessalonicher 5, 12 bis 16. Wenn wir diese Dinge umsetzen, dann hilft das uns, ja. Da geht es erstmal in 12, akzeptiert die Leiter, ja. Habt Respekt vor denen, die euch belehren, ja. Wenn ich das jetzt auch bin, ja, ich will ja gar keine Achtung von ihr, Hochachtung von euch, so was will ich absolut gar nicht. Ich bin auch nur ein Knecht und Diener, aber es ist gut, wenn man es tut, ja. Begegnet ihnen mit Hochachtung, wirkt Frieden untereinander, ja. Wirkt Frieden untereinander, werdet für den Frieden aktiv, seid Friedensstifter, werdet aktiv, korrigiert die Taktlosen.
die gottlos leben. Sei auch mutig zu ermahnen. Ermahnen ist ein positiver Dienst, den Gott Christen gibt, dass ich den Menschen helfe. Das heißt, ich sagte, das ist dein Leben vor Gott nicht in Ordnung, das gefällt Gott nicht. Komm, ich will mit dir beten, dass du da die Kraft hast, da rauszukommen. Aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sünde, aus dieser, ja, aus diesem falschen Haltung, dass du immer noch vergelten willst, dass du immer noch draufhauen willst. Ja. Komm, wir beten zusammen. Das ist positive Ermahnung. Das hilft, ja. Ermutigt die zu kurz gekommenen. Ja. Wie das jetzt in einer anderen Übersetzung heißt, auch interessant. Ermutigt, ermutigt, egal. Auch die Schwächeren, ja. Nehmt euch die Schwachen an. Ja, habt nicht nur Gemeinschaft mit denen, die stark sind, habt auch Gemeinschaft mit denen, die schwach sind. Ja. Übt Langmut gegen jedermann. Langmut, das heißt Geduld zu haben. Ich habe Geduld mit meinen Geschwistern, ich habe Geduld mit meinen Mitmenschen. Auch wenn sie noch nicht mit dem Herrn gehen. Ich will sie so lange lieben, bis sie den Herrn kennenlernen. Und ich habe da Geduld. Ich warte. Gott, du wirst an ihnen wirken. Du gehst mit ihnen. Wir beten immer unsere Kinder durch und auch Schwiegersöhne, auch einer, der noch nicht mit dem Herrn geht, wir beten sie durch. Wir beten, bis sie irgendwann nicht mehr wissen, wie es ihnen geschieht und Gott kommt in ihr Leben, das Licht kommt. Halleluja. Achtet darauf, dass niemand Böses rächt. Achtet darauf, dass keiner eine Vergeltungshaltung hat. Ja, dass du dieselbe auch nicht hast. Der Vater im Himmel sagt, vergib uns unsere Schuld. Ja, bete mal, Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du deinen Schuldigern nicht vergibst, dann wird der Vater im Himmel dir auch nicht vergeben, sagt Jesus. Nach dem Vater unser. Interessant. Darum achtet darauf, dass niemand Böses rächt. Trachtet immer nach dem Guten. Und dann freut euch immer, ja. Freut euch immer, dann kommen die, betet ohne Unterlass, ja. Das sind jetzt diese Stellen. Ich will sie nämlich alle mit euch durchgehen. Gute Anweisung für die Gemeinde. Hier sind sie vertieft. Könnt ihr daheim durchlesen. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Es bereichert euch. Macht euch Gedanken darüber. Sinnt darüber nach. Ja, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Ja. Christen sollen erkannt werden an dem, was sie Gutes tun. Und der Vater im Himmel wird dadurch verherrlicht und auch erkannt. Wertschätzung und Hilfsbereitschaft soll bei uns gefunden werden. Und dann haben wir auch diesen Zuspruch des Heiligen Geistes. 1. Thessalonicher 5, 23, einer meiner Lieblingsverse der Bibel. Ja? Ich liebe diesen Vers. Er aber, der Gott des Friedens, Gott ist ein Gott des Friedens. Er hat Gedanken des Friedens und der Liebe, der Zukunft, des Sinns und des Inhalts für unser Leben. Er hat Gutes für uns. Er ist der Vater des Lichts, der Gott des Friedens. Heilige euch durch und durch. Jage der Heiligung nach. Veränderung, suche sie. Wenn andere das auch nicht machen, mach du das. Schmeiß aus deinem Leben raus, was Gott nicht gefällt. Schmeiß es raus. Heiligt euch durch und bewahre euren Geist sowie Seele und Leib. Hier steht von der Trinität des Menschen, ja? Du hast einen Leib, du hast einen Körper und in diesem Körper wohnt eine Seele. Und in der Seele, in dem Inwendigen des Menschen hast du einen Geist, wo du Gott vernehmen kannst, wo du Gottes Stimme hören kannst. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Du hörst ihn in deinem Geist. Gottes Geist sagt deinem Geist, dass du ein Gotteskind bist, erlöst, dir ist vergeben, du bist angenommen, du bist ein Königskind, du bist ein königlicher Priester und Priesterin. Diese Stellung erkennst du, du bist Erbe mit dem Sohn. Wow! Da brauchst du aber den Heiligen Geist, der diese Dinge aufschließt. Das sind Geheimnisse, die der Heilige Geist dir gibt. Du erkennst deine Identität in Christus und aus deiner Identität in Christus lebst du ein Leben in Christus. Nimm er ohne Christus. Hoffentlich versteht ihr das, ja? Bewahre euren Geist sowie Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Er wird es tun. Lass den Heiligungsprozess zu. Ja? Dein Körper soll gesund werden. Deine Seele, dein inwendiger Mensch soll gesund werden. Und dein Geist soll sensibel werden für das Reden Gottes.
und du hörst die Stimme Gottes und du machst dich schön, wie eine Braut sich schmückt. Eine Braut schmückt sich für den Bräutigam. Und wenn du Jesus gehörst und der Heilige Geist wohnt in dir, dann schmückst du dich für den Bräutigam. Du siehst ja nicht nur schöne Klamotten an, du schmückst dich innerlich. Du schmeißt Neid, Eifersucht, Habsucht, Geiz, Neid, alles schmeißt du aus deinem Leben raus, weil es Gott nicht gefällt. Ja? Du schmeißt es raus. Und dann Jesus kommt bald. Damals haben sie schon gegrüßt mit Maranatha. Der Herr kommt. Er kommt. So wie in den Himmel aufgefahren, so wird er wiederkommen. Und findet er mich bei der Arbeit? Findet er mich bei der Ernte? Findet er mich in der Heiligung? Findet er mich in der Veränderung? Oder muss ich sagen, oh Jesus, bist du schon da? Oh, kommst du? Ich bin noch gar nicht bereit. Kein Öl in meine Lampen. Ich bin noch gar nicht bereit. Ich bin noch so dreckig. Ich weiß nicht, wie er dann mit uns umgeht. Hoffentlich findet er uns in der Heiligung, ja, in der Veränderung. Ja. Jeder kann das erfahren, der Jesus als seinen Retter und Herrn annimmt. Jeder kann es erfahren. Er wird in den Stein vom Herzen fallen, der Jesus in sein Leben nimmt. Ja. Und so darf ich uns bitten, aufzustehen. Hoffentlich war das jetzt eine halbe Stunde. Ja. Dann machen wir noch nicht weg. Drei Fragen in dieser Botschaft. Hast du den Retter Jesus als deinen Herrn in deinem Herzen wohnen? Wenn nicht, lass uns mal alle die Augen schließen. Ja? Wenn nicht, willst du den Herrn Jesus in dein Herz heute, hier und jetzt aufnehmen? Dann heb einfach mal deine rechte Hand. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich will beten. Vater, du siehst die Hände, du siehst die Entscheidung des Herzens und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist in die Herzen kommst und dass du dort anfängst zu wohnen und dass du anfängst dort zu regieren, dass du dort freisetzt aus Gefangenschaft, aus Gebundenheit, aus Traurigkeit, aus Sinnlosigkeit, aus Orientierungslosigkeit. Jesus, ich danke dir, dass du da rausführst und dass du jedem erleuchtete Augen des Herzens gibst, dass er dich wahrnimmt, erkennt, Vater. Ich danke dir, Vater, dass du so wunderbar an unseren Herzen wirkst, dass du mit uns gehst, dass du uns lenkst, führst und leitest. Willst du deine Beziehung mit Gott vertiefen, dann darfst du das auch mit deinem Handzeichen zeigen. Halleluja, Gott freut sich an unseren Händen. Wir wollen unsere Beziehung mit Gott vertiefen. Danke, Vater, dass du uns hilfst, dass du uns diese Geheimnisse aufschließt und dass du uns da wirklich dein Wort, dass wir es anfangen zu lieben, dass wir es aufnehmen, dass wir darüber nachsinnen, Tag und Nacht und dass wir es in unserem Leben umsetzen und der Glauben greift. Ich danke dir so, dass Glauben gemehrt wird in unseren Herzen, dass Glauben freigesetzt wird, dass wir auch Zeichen und Wunder sehen, dass Prophetie und Weissagung, Zungenrede und Auslegung, all das fließt, weil du derselbe Gott bist, gestern, heute und alle Ewigkeit. Eine dritte Frage, willst du mit Liebe und Wertschätzung deinem Nächsten begegnen? Amen. Halleluja. Du sollst ja Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand, sagt Jesus uns. Und da heraus deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt also, dass du auch anfängst, deinen Nächsten mehr zu sehen. Liebe üben, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Wir sehen den Nächsten und wir kommen dem anderen, dem Nächsten in Ehrerbietung zuvor, sagt das Wort. Gib uns diese Liebe, Herr, dass wir die Menschen lieben mit deinem Herzen, mit deinen Augen, mit deinen Händen, Herr, dass du unsere Hände und unsere Füße gebrauchst zu deiner Ehre. Dass Menschen die Liebe Gottes wieder erfahren, dass sie empfangen und dass sie dadurch heil und gesund werden. Vater, ich danke dir, dass du so mit uns gehst und dass du uns segnest. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Also geh mit Hoffnung in deine Zukunft. Du hast ein gutes Ziel vor Augen. Du wirst jetzt ein siegreiches Leben führen, weil Jesus dich liebt. Du hast den Himmel im Herzen, ja, und du kennst das Ziel. Der Himmel ist dein Ziel. Und du machst alles dafür, dass du den Himmel einmal empfangen wirst. Ja, also wer das Ziel kennt, findet den Weg. Darum geh deinen Weg, zieh dein Cash in hier. Zieh es mit Jesus, ja. Er liebt dich und er gibt dir Kraft zum Leben. Er gibt dir Hoffnung, Mut und Zuversicht. Seid gesegnet. Ja? Amen. Amen. Jetzt mache ich mal die Tür.